Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde, bei Let's Play Risen 2. Wir sind immer noch in Antigua und gehen jetzt auf Diebestour, falls ihr die letzte Folge verpasst habt. Und damit fangen wir doch jetzt sofort mal an. Ich hoffe, wir werden nicht erwischt und versuchen, so viel Beute wie möglich hier zu bekommen. Also mal in den Schleichmodus und dann gucken wir... eine Rolle. Gucken wir... Nein. Denk nicht mal dran. Ich hab gar nichts gemacht. Ich sehe sofort, wenn du was klaust. Ja. Das war wahrscheinlich jetzt die Rolle. Außerdem wolltest du dich mit Grace treffen, oder liegt die jetzt bei dir da im Bett? Na, wer weiß? So, jetzt schön leise hier alles hier plündern. Gold. Den Wilson lassen wir auf jeden Fall schön schlafen. Ein Fechtschwert, das ist natürlich auch klasse. Mal gucken, was wir hier noch haben. Ja, ein bisschen Proviant, kann ja nie schaden. Da haben wir Wasser. Jawohl. Ein Zepter, aha. Wow, und da ist die Kiste. Zwei Schwertrohlinge, das ist natürlich klasse. Da können wir bald ja mal so richtig mit dem Schmieden loslegen. Schön weiterschlafen. Ja, es lohnt sich immer, auch wenn es natürlich nicht so eine tolle Art und Weise ist, was wir hier tun, aber es lohnt sich. Ich meine, zur damaligen Zeit, ne, da glaube ich, da hat man das des Öfteren gemacht. Ich weiß es ja nicht. So, der Kistenschlepper, der ist immer noch da, wunderbar. Jemand hier? Nee. Dann werden wir uns doch hier mal umgucken. Was haben wir denn hier? Das ist einfach nur so ein Haus, ne? Hör auf zu schleichen! Ey, was soll der Müll denn? Warum sehen die uns denn? Haben die Augen auf, oder wie? Oder ist das ein Fehler vom Spiel? Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Hier steht was. Jedem, der es hören oder nicht hören wollte, erzählte der Hafenmeister seine Geschichte. Ein Gnom habe ihm im Schlaf seinen Flachmann gestohlen. Da er jedoch der Einzige war, der den Gnom gesehen haben will, wurde er nur belächelt. Aha, Gnome also. Gnome? Wir haben auch wieder Gnome hier, das ist natürlich interessant. Der gute Hafenschnack, ja, Geschichten, das war damals in aller Munde, definitiv. Da sehe ich noch eine Karaffe. So, ich glaube, wir haben alles. Jetzt schön leise wieder runter. So, ich hoffe, der Kollege da unten wird jetzt nicht wieder wach. Ich weiß gar nicht, was das ist. Da liegt was auf dem Boden, was uns verrät. Ich weiß es nicht, Freunde. So, und bist du wach? Nee, ist er nicht. Patty, wo bleibst du? Da kommt sie. So, direkt mal gespeichert hier, falls irgendwie alles schief laufen sollte. So, und jetzt laufen wir doch hier mal rein. Ah, die Grace steht da noch, okay. Bist du wach? Nee. So, was ist denn hier los? Wenn wir erstmal das Haus betreten, werden alle wach und danach bleiben sie alle liegen, oder wie?
Ja, die war verschlossen, die Tür, und anscheinend brauchen wir dafür einen Schlüssel, oder? Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ah, verdammt. Und dahinter ist bestimmt die Waffe. Es ist die Frage, wie kriegen wir einen Schlüssel, oder es gibt einen Hintereingang. So. Und hier ist auch alles okay. Beim Admiral waren wir schon drinnen. Und da ist das dicke Lagerhaus. Was machen wir jetzt zuerst? Wir gehen jetzt zuerst ins Lagerhaus. Zumindest ist das der Hintereingang des Lagerhauses, meine ich, ne? Ja, Tatsache. Und das Äffchen haben wir auch noch. Das dürfen wir nicht vergessen. Ist hier oben überhaupt irgendjemand? Ich weiß es nicht. Ah, hier unten können wir nicht durch. Ist da irgendwas? Hat uns jetzt eigentlich einer gehört? Ich hoffe mal nicht. So geht's auf. Bisschen Fummelei, natürlich. Ah, wieder Ohrringe des Duellanten. Nehmen wir natürlich gerne mit. Das sind, glaube ich, die, die wir verkauft haben. Klinge Seelenrufer, ich glaub's nicht. Da ist es ja. Au, oh, wow, das ist ja mal spitze. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das direkt von Anfang an finden. Jetzt haben wir schon zwei Teile. Da lohnt es sich wirklich, sich überall umzugucken, Freunde. Nee, da liegt einer. Okay, Goldbrocken. Mal gucken. Oh, jetzt bloß nicht da reinlaufen. Obwohl, ja doch, Rick. Der Rick, der schläft hier oben. Ich glaub's ja nicht. So, haben wir hier drüben noch irgendetwas? Nee, sieht nicht danach aus. So, was ist denn da am Eingang? Vielleicht können wir das Äffchen da benutzen. Wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen und vielleicht am Balkon auch das Äffchen benutzen. Mal schauen, wie das jetzt funktioniert. Ach, jetzt laufen wir mit dem Äffchen. Ah, okay. Ja. Wo können wir denn da hin? Ach, was ist das denn hier oben? Ah, alles klar. Das Äffchen steckt jetzt alles für uns ein und wir stehen da unten. Galgenstrick, ja, das ist doch der legendäre Gegenstand. Wenn mich nicht alles täuscht. Eine Kiste? Das Äffchen kriegt sogar eine Kiste auf, ich glaub's nicht. Rum, Gold, ja perfekt. Oh nee, das Äffchen hat sich wirklich gelohnt. Das wollte ich unbedingt haben. Und hier können wir anscheinend wieder runter. Jetzt mal eben in jede Ecke geguckt. Oder in der Mitte zumindest. Das ist ja super. Nee, da oben können wir, glaube ich, nicht raus. Nee, es sieht nicht danach aus. Da auch nicht. Mal gucken, ob auf dem Dach noch irgendwas ist. Das würde mich interessieren. Na, komm hoch. So, mal gucken. Haha, genial. Oh, schaut mal, wie toll das hier aussieht. Bloß nicht sterben, mein süßes Äffchen. Ich brauch dich noch. Ich wollte mal so ein bisschen Ausblick genießen. Ach, das sieht doch mal richtig gut aus mit dem Nebel. Klasse gemacht, auf jeden Fall. Aber so ein Äffchen ist klasse, Leute. Also, falls ihr das Spiel gerade selbst spielt und das Äffchen noch nicht habt, ich kann es nur wärmstens empfehlen. Wie kommen wir jetzt wieder runter? Einfach zurück, oder wie? Ah, jawohl. Das ist ja mal gut.
gleich schön wieder schleichen. Jetzt gehen wir mal auf den Balkon. Hammer, hammer, hart. Geil. Eine richtig geile Sache. Verzeiht. Cool. So, hier würde uns das Äffchen gar nichts bringen. Okay, schade. Aber super genial. Also durch kleine Lücken so ein Äffchen hätte ich nicht gedacht. Klasse gemacht. Haben sich echt was einfallen lassen, die Entwickler. Macht Laune. Das wird uns noch richtig gute Dienste leisten. Ich habe darüber gelesen, aber dass es so effektiv ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, jetzt waren wir auf jeden Fall schon mal oben. Jetzt müssten wir noch irgendwie vorne reinkommen. Ja, beim guten Slane gibt es ja nichts. So, und zwar hier vorne. Der Rick ist ja am Schlafen. So, dennoch speichern wir vorsichtshalber mal. Ach, da geht ja auch eine Treppe hoch. Ich glaube es ja nicht. Und hier sind Ratten. Ah, da liegt schon Gold. Ich sehe es. Nehmen wir natürlich mit. Bisher schlagen wir uns richtig wacker, ne? Das muss man ja schon sagen. Ich meine, wir haben echt wenige Verluste, also wir sterben selten. Wir haben gar nicht wie in Risen 1 irgendwelche massiven Goldprobleme. Wir haben eine starke Begleiterin an unserer Seite, also es ist eine echt gute Verbesserung. Ich meine, na klar, ich spiele es nicht auf schwer, die Einstellungen sind auf normal gestellt. Das ist ja schon eine coole Sache. Ah, Trank der Klingen und eine Muschel nehmen wir natürlich gerne mit. Aber ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal raus und es hat eh keiner gesehen. So, da oben waren wir drinnen und jetzt will ich doch mal etwas ausprobieren. Und zwar nehmen jetzt das gute Äffchen. Genau, lass das mal raus. So. Na, das kann nicht da durch. Nee, wirklich nicht. Ah, das ist aber... Das ist jetzt wiederum eine Sache, die ist echt schade. Ja, ja, ja. Weil hier hinten, meine ich, habe ich in Erinnerung, war ein kleines Fenster. Kann das nicht da durch? Verdammt, wie kommen wir denn jetzt an den Schlüssel ran? Was sind denn das für Geräusche? Was? Ich will nur ein kleines Äffchen. Was sind denn das für Geräusche? Oh, suchst du was? Ja, ich suche deinen Schlüssel. Hast du den gesehen? Okay, hier drin waren wir ja schon. Also tun die Leute dem Äffchen nicht, weil ich laufe mal zu Grace. Drollig. Ja, süß, oder Grace? Muss ich auch ein Äffchen haben. Ach, verdammt. Wie kommen wir denn da jetzt rein? Suchst du was zu essen? Was? Sogar die Patty antwortet auch. Ich glaub's ja nicht. Tja, Freunde. Den Schlüssel für die Pistole. Was ist denn, wenn wir dem guten Büchsenmacher die 1000 Gold geben? Vielleicht gibt er uns ja den Schlüssel und sagt, wir sollen hinten rein uns die Pistole holen. Das wäre wiederum eine andere Sache. Aber das weiß ich halt nicht genau. So, da gab's nichts. Da oben waren wir, meine ich, auch schon drin. Da müssen wir auf jeden Fall gleich dahin. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Nee, hier waren wir schon. Dann war's das ja eigentlich schon. Ja, dann müssen wir dem wirklich das Geld geben für die Pistole. Ja. So, apropos. Genau. So, hier haben wir... Wir haben beide Sachen und jetzt? Aha, Seelenrufe erhalten. Oh, das ist ja mal richtig gut. Direkt nur auf den Charakter. 2000 Ruhm haben wir wieder. Ja, Feuerwaffen, Voodoo. Das behalten wir erstmal alles so. Was mache ich denn hier? Inventar. Das war ganz falsch. So, wo haben wir ihn? Da ist er. Seelenrufer.
Boah, 100 Schaden, 45 bis 100. Es gibt viele Geschichten über dieses Schwert. Keine davon hat ein gutes Ende. Zumindest ein gutes Ende. Aber wir werden auf jeden Fall diese super Waffe, ich weiß gar nicht, ob es die stärkste ist, benutzen. Mir gefällt sie richtig gut. Schicker Griff. Ja, klasse, da haben wir eine richtig gute Waffe. Was ist denn das jetzt? Klingenschaden, ne? Stichwaffen, okay. Die Säbel haben ja Hiebwaffen, Schaden, wenn ich mich recht erinnere. Ja, klasse. So, und jetzt mal eben die Sammlung. Und zwar haben wir ja... Wo ist er? Den Galgenstrick. Muskete plus 10, schade. Die werden wir leider nie lernen. Aber da gibt es ja noch einige legendäre Sachen. Ich hoffe, wir werden da alle finden. Ich habe es auf jeden Fall vor. Ja, perfekt. So kann es weitergehen. Ja, das Gold haben wir. Uns bleibt anscheinend nichts anderes übrig, als ihm das Gold zu geben für die Waffe. Weil es ja auch eine Quest ist. Und die Was Quest sind denn das für Geräusche? Erfahrung. Ja, grüß dich. Suchst du etwas? Ja, verkauf mir die Pistole. Verkauf mir Wilsons Pistole. Nun gut, ihr mein Angebot. In Ordnung. Ich hole sie für euch. Sie liegt in meinem Lagerraum. Un moment. So, hier ist sie. War mir ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen, mon Kapitän. Ja, vielen Dank auch. Kannst du mir was beibringen? Na, Ende. Und die ist immer noch verschlossen, ne? Mist. Da hätten wir vielleicht irgendwie anders dran kommen können. Ich weiß jetzt nicht, ob wir ein Spiel schon neu laden sollen. Vielleicht finden wir ja wirklich den Schlüssel. Und dann könnten wir uns das Gold sparen. Ah, ich weiß nicht. Schnellspeicherung. Ja, wir werden es machen. Wir werden erstmal warten. Vielleicht finden wir den Schlüssel noch. Ich weiß, sowas ist sehr ungern gesehen, aber es war eine Fehlentscheidung. Und durch die 1000 Gold möchte ich mir da wirklich nichts verhauen. Vielleicht kennt ihr ja den Tipp. Vielleicht wisst ihr es ja, wie man an den Schlüssel kommt. Ich weiß, ihr sollt mich nicht spoilern. Ich kann auch erstmal weiterspielen. Vielleicht gibt es ja irgendwie eine Möglichkeit, da dran zu kommen. Ich meine, es gibt ja hier noch einige. Jetzt will ich mal eben gucken, und zwar nach den Talenten. Wie hoch ist denn unsere Diebeskunst? Auf 55. Na. Und unsere Gerissenheit ist schon auf 6. Ja, Mist. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie ein besserer Dieb werden, weil die gute Grace könnten wir noch beklauen. Und so den einen oder anderen selbst mit dabei. So, aber das war es ja dann schon mal, ne? Ja, das Gold müssen wir noch haben. Meine ich doch, haben wir die Quest noch? Ich weiß jetzt gar nicht. Antigua. Na. Im falschen Spielstand wahrscheinlich geladen. Ah, haben wir die Waffe jetzt schon dabei? Können wir doch im Inventar nachgucken wahrscheinlich, oder? Hier, linke Hand. Nee, wir haben die Waffe noch nicht. Wo ist denn dann das Geld? Keine Ahnung. Ich werde mich auf jeden Fall mal schlau machen, Freunde. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Da war doch was. Jetzt nicht. Ich bin beschäftigt. Ah, verdammt. Okay, der Wilson ist beschäftigt wegen der Grace. Da kann ich das jetzt auf jeden Fall nicht checken. Aber was wir jetzt mal eben kurz machen könnten, ist... Und zwar... kurz hier reinlaufen. Was sind denn das für Geräusche? Alles klar, wir haben die Pistole also noch nicht gekauft. Genau das wollte ich nämlich bewirken damit, Freunde. Ja, die Diebestour ist eigentlich schon beendet. Waren wir jetzt überall drin? Ich hoffe, wir waren überall drin. Wenn ich was übersehen habe, schreibt es in die Kommentare, Freunde. Und bis dann.